So, hallo. Dann nehme ich weiter Binding of Isaac auf. Ja, Lauch ist zurzeit nicht verfügbar. Der ist bei der Geburtstagsfeier von seinem Opa. Und da nehme ich jetzt einfach auf und lade es dann auch hoch, ohne ihn. Aber das verheimlichen wir ihn. Dann darf er. Dann geht es danach normal weiter, wenn er wieder da ist. So, in den letzten drei Parts haben wir es heroisch geschafft, nichts zu schaffen. Aber auch gar nichts, außer sterben. Ganz oft. Stats. Ja, ganz, ganz oft. Und dann spielen wir einfach normal weiter. Isaac oder Magdalene, die haben wir noch zur Verfügung. Ich würde eigentlich gerne Maggie spielen. Nochmal. Und Maus aus dem Bildschirm. Aus dem Bild. Aus dem Bildschirm. Und ja. Es geht einfach los. Zwei Fliegen. Nein. Was hast du nochmal? Infestation. Ach, die sehen ja wunderschön aus. Ich glaube, das war, wenn ich getroffen werde, spawne ich diese blauen Angriffsfliegen, die mir dann helfen. Ganz nettes Item. Obwohl dann einfach dieses, wenn ich getroffen werde, ziemlich blöd ist. Weil es setzt das Treffen, getroffen werden voraus. Und ich werde nicht gerne getroffen, nee. Oh, schwarze Fliegen. Immer diese schwierigen Räume hier. Oh. Puh. Das war knapp. Ja. Angriffsfliegen. Das ist ganz nett, dass ich dann, wenn ich diese Räume gehe, Angriffsfliegen spawne. So. Nee, da. Raum ist nicht da, dann suche ich auch nicht nach dem. Gemini. Was ist das denn für eine Form von Gemini? Die kenne ich ja gar nicht. Was macht der denn? Vielleicht. Beziehungsweise macht das hier gar nichts. Anders meine ich. Also, es sieht nicht besonders aus. Passiert da noch irgendwas oder so? Gemini, ist doch blau. Kannst doch schon voll tolle Sachen. Wow, das war knapp. Hey. Angriffsfliege, töte es. Angriffsfliege? Danke. Sie sah das jetzt nur so aus? War das überhaupt Champion-Gegner? Oder. Der ist doch normalerweise weiß. Nicht so blau. Sah jetzt nicht irgendwie aus, als wäre das irgendwie besonders gewesen. Ach! Ihr blaue Herz. Auch. Gut. Jesus Juice. Range und Tias. Ja. Ist doch ganz nett. Ein paar von euch. Ja gut, kein Problem. Sind nicht stark genug. Eine Pille. Health down. Danke. Für diese wunderbare Pille. Death, eine sehr gute Karte. Death. Die Todkarte. Macht allem im Raum Schaden. Nicht zu wenig. Ein Champion-Gegner, der ist aber auch kein Problem, da die allgemein sehr, sehr schwach sind. Jetzt ist aber eine Kiste da. So, da. Schlüssel, Bombe. Da ist der Raum. Scheiße, ne? Ich hasse ja diese Doppelspinnen, da die ziemlich blöd sind. Allgemein hasse ich die Spinnen. Wegen ihrer schnellen Bewegung. So, was haben wir hier? Bag, a sack of pennies. Lässt alle paar Räume in eine Münze liegen.
haben wir durch Kane freigeschaltet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also wenn man es überhaupt freischalten muss. Wow! Scheiß Viecher. Ich glaube, hier ist der Geheimraum. Ja. Ja, super. Hat sich ja fast gelohnt. Irgendwas da. Stein im Weg. Nix. Die vier sind nicht ganz so schlimm. Dachte ich, krieg aufs Maul. Okay. Bevor ich jetzt noch zum Boss gehe, mache ich kleinen Spin. Cool, wie die Fliege einfach hingeht und alle tötet, ohne kaputt zu gehen dabei. Die Killerfliege. Pin. Wir kriegen jetzt schon ganz schön lange nur noch diese. Das war einfach. Wir kriegen jetzt schon ganz schön lange nur noch diese neuen Bosse. Also jetzt. Nach Gemini halt. Book of Belial, das ist sehr gut. Das nehme ich auch. Erhöht meinen Schaden. Enorm. So, gehen wir runter. Haben da unsere paar Fliegen hier. Curse of Darkness. Keine mehr. Na gut. Scheiße. Hey. Das hat wehgetan. Was ist denn? Polyphemus. Wieso? Stand das da jetzt nicht? Bild, egal. Ein sehr, sehr nettes Item. Ja, wir sind ein Zyklop. Und haben enormen Schaden. Vollen Schaden haben wir schon. Ja, und genau, wenn unsere Kugeln ausreichen, um Raum zu schaffen, um den Gegner zu töten, dann würde der, also mehr als ausreichen, der, hey, oh, ich habe in die falsche Richtung gedrückt, geht der überschüssige Schaden einfach weiter in einer etwas kleineren Kugel. Kein Problem. Sterbt alle. Kriegen wir auch ein bisschen Geld. Da ist er weg. Ich hätte gern die Herzen. Also ich brauche Herzen. Auf in den Shop. Ja. Das ist die Health-Down-Pille, glaube ich. Hole ich mir nicht. So, haben wir jetzt zumindest wieder ein Herz. Weil ich mich frage, wo ist jetzt der Bossraum? War ich hier links schon? Ja. Oder zumindest hier. Hier ist der Challenge-Raum, mit dem ich nicht reinkomme. Hier oben. Wo zur Hölle? Ist der Bossraum. Hier ist nix. War ich hier unten? Nee. Ha, ein Schuss und tot. Gut. Von Belial. Unterlegen. Ich mache so viel Schaden. Wow, das war knapp. Aber auch dich ohne Probleme besiegt. Stammzellen. Gut, jetzt haben wir wieder 4 Herzen. Dann gehen wir jetzt noch
Gucken wir mal in den Challenge-Raum. Was es da gibt. Vielleicht gibt es ja ein gutes Item. Vielleicht. Ich hätte gerne ein gutes Item. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Boah, geil. 99 Schlüssel einfach so. Jetzt hier im Challenge-Raum. Das ist ziemlich cool. Das ist auch nicht so schwer. Nein, dumme Viecher. Aber die fliegen. Die töten alles. So, dann würde ich gerne nochmal in diesen Opferraum gehen. Weil da doch ganz nette Items drin liegen können. So richtig schöne. Ach, scheiße. Ich bin blöd. Genau das falsche Item aufgesammelt. Ich hab's verwechselt. Das ist die Katze. Ich habe jetzt 9 Leben. Mhm. Voll super. Nee. Falscher Raum. Boah. Jetzt habe ich den ganzen Run kaputt gemacht. Scheiße. Habe ich das Item einfach mal verwechselt. Blöd. Gut, da haben wir das Item aber auch schon mal gesehen. Pushpin. Ja. Auch nicht so gut. Ach, wie cool. Gehen die einfach mal durch die ganze Reihe von Gegnern einfach durch. Puh. Gut. Den muss er jetzt gucken. Muss mal aufpassen, dass die einen nicht erwischen. So, dann gucke ich auch meinen Shop rein. Scheiß-Item. Aber das blaue Herz nehme ich mit. Das ist die Slot-Machine. Ein tragbarer. Was war es? Ein tragbarer Dings hier. Spielautomat. Ja, ganz. Nee, was heißt ganz nett? Ganz scheiß. Beziehungsweise extrem unnötig. Ich hätte jetzt gern vielleicht eine hohe Tier-Weight und dann wäre ich absolut zufrieden. Fliege stirbt. Nach einer Münzen. Ach, du. Hi, Fliege. Scheiße. Scheiße. Die sind natürlich jetzt echt ein Problem. Schließlich sind die, machen die ganzes jetzt Schaden. Fuck. Ja gut, in die Räume kann ich jetzt gar nicht mehr reingucken. Dann sterbe ich ja. Gut. Kein Problem, jetzt suche ich aber noch nach dem Goldraum. Denn vielleicht kann der noch den One retten. Weil so schaffe ich den ganz sicher nicht. Nur einem roten Herzen. Ah, da ist der Geheimraum. Das ist doch gut. Muss ich keine Bombe dafür verschwenden. Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Puh. Oh cool, 5 Münzen. Keine Ahnung. Sch-
Vieh, Lokis und Hörner, ist jetzt kein richtiges Tier-Sub, sondern ab und zu mal alle vier, alle paar Schüsse, genau, schießt in alle vier Richtungen Kuh-Tränen. Das ist ganz nett hier mit dem Item, weil ich ja diese dicken Schüsse habe, denen das richtig schön wehtut. Das ist dann richtig schmerzhaft mit denen. Passiert zwar nicht so oft, aber... Was ist denn hier los? Ach, das ist ein Bossraum. Gut, da haben wir die auch schon mal gesehen. Bossräume, die guckt man nur rein, wenn man ein rotes Herz hat. Wie man sieht, ich habe nur ein rotes Herz überhaupt. Und dann muss man halt gegen so ein paar Bosse kämpfen. Ich glaube, Monster ist eigentlich immer dabei und dann ist da noch hier unser guter alter Larry. Und da ist immer ein Item drin, was die ziemlich cool macht, die Räume. Da gutes Zeug drin ist. Bitte! Telepillen. Da war noch eine Münze, die nehme ich mir jetzt noch mit. Ist zwar unnötig, aber okay. Beziehungsweise es dauert zu lange. Mal gucken, ob wir überhaupt diesen Boss hier schaffen. Weil mit einem Herz sehe ich da... Ich weiß nicht, was du machst. Ich nehme dich mal mit. Aber... Was machst du? Dafür müsste ich jetzt nachgucken und... Das will ich dann doch nicht. Und hier im rechten Raum. Ach, dann nehmen wir jetzt hier Pushpin auf Rückweg wieder mit. Und es geht weiter. Ich will gar nicht wissen, was das macht. Da es jetzt so lange dauern würde. Ja gut, der geheime Geheimraum kann ja praktisch überall sein. Könnt jetzt noch in den Raum da hinten gucken, das mache ich aber nicht. Hätte ich jetzt einfach nicht machen sollen, aber egal. Bah. Stirb, Fistula. Scheiße, nicht so viele. Ich komme sonst nicht mehr drauf klar. Ist das klar? Scheiße. Das sind ein paar viele Mardin. Mardis. Ach gut, aber besiegt ohne Schaden zu kriegen. Gut. Was haben wir hier? Blaue Herzen sind jetzt sehr gut. Runter geht's. Mit unseren 9 Leben. Ich hasse euch übrigens. Ihr seid scheiße. Den Schlüssel hole ich mir und... Wieso? Wieso hab ich mir geholt? Eigentlich, meine... stirbst du? Danke. So. Das ging mir zu schnell. Zumindest machen wir genug Schaden, dass wir da einfach durchkommen. Ja, das Technology. Auch ein neues Item. Technology 2. Technology war ja, oder das hatten wir bisher noch gar nicht. Technology 1 ist so ein unterbrochener Laser. Das heißt, die kriegt immer einzeln. Technology 2 ist ein durchgehender Laser. Meines Erachtens gutes Item. Weil es doch jetzt auch mit Polyphem-Dings sehr viel Schaden macht. So, in den Shop. Weed. Stirb. Nein, da hat er mich noch getroffen. Der Bastard. Gut, die Münzen nehme ich jetzt noch mit. Ach, wie dumm.
Egal, dann ist doch noch ein sehr, sehr gutes Item. Oh, sind die schnell tot, ist das schön. Ich stelle mich jetzt direkt im Boss. Loki hatten wir bisher noch nicht. Von ihm haben wir allerdings die Hörner, die wir jetzt freigeschaltet haben. Und den Magic 8 Ball. Tears up und eine Karte. Wheel of Fortune. Blaues Herz. Blauer Stein. Eine goldene Kiste. Und Mom's Pearl. Ich weiß auch nicht, was das macht. Ich bleib bei dem da. Obwohl, nee. Ich nehme es mal mit. Hier erkennen wir ja, was es macht. Komm schon, gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Gib mir mal was. Ich gucke jetzt aus Prinzip mal in den Datenraum. Nix für mich. Ich kann mir gar nichts holen. Schade, schade, schade. Na komm. Ja, die Münze brauche ich nicht. Ich habe keine Lust, jetzt so viel zu spielen. Vielleicht finden wir ja noch eine Arcade oder so. Wahrscheinlich gab es auf dieser Ebene jetzt eine Arcade. Und ich war einfach zu faul, die zu suchen. Ja, auch Larry ist kein Problem. Diese schreienden Babys sterben. Kompass, sehr gut. Ja, dann. Da haben wir doch eine Arcade. Stirb. Komm schon, irgendwas Gutes. Scheiße. Will ich danach gucken? Will ich danach gucken? Ich gehe in den Bossraum. Ich gehe in den Bosskampfraum. Scheiße. Nein, nicht scheiße. Alles super. Mal gucken, was sind wir hier? Das Paket. Das ist ein sehr gutes Item. Darf ich nur gegen Chubby kämpfen? Also, da habe ich doch kein Problem mit. Ach, und gegen Piep. Nein! Ach, du Drecksvieh. Das war schon wieder knapp. Ja. Böse Sau, du. Komm schon, eine gute Pille. Tiers. Ist mir egal. Child's Heart, es kommen mehr Herzen. Das nehme ich mit, das weiß ich nämlich. Justice. Ist das. Gut. Judgment hätte mir jetzt auch gefallen. Bettler. Bettler wäre cool gewesen. Ich gehe jetzt zum Boss. Ja, Kart gehe ich jetzt in die Scheiße. Gut, dass der Laser durch Steine und so durchgeht. Das finde ich echt gut. Ach ja. Genau. Ah, super. Darf ich jetzt nicht in die Luft sprengen, ne? Komm. Na gut, dann ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Ja, komm hier. Komm, was Gutes. Gib mir ein wunderschönes Item. HP ab oder so. Ja, danke, Bettler. Zwei Herzen. So. Oh, jetzt müssen wir eh da unten lang. Gut, ich kann mir vorstellen, dass Creed im Geheimraum ist. Ach.
Scheiße. Blöde Viecher. Echt. Noch mehr Münzen. Boah, ist das viel. Na komm, da können wir jetzt auch in die Arcade gucken. Und den Raum da holen. Tammy's Head ist scheiße. Da spiele ich jetzt erstmal. Ist getont beim ersten Versuch? Was? Was? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass das Tearstone, das will ich gar nicht haben. Oder? Ist das Tearstone? Ja, ist Tearstone. Das hatte ich ja noch nie. Boah, so viel Geld. Das Getol beim allerersten Versuch. Ja, also dass da überhaupt nur möglich ist. Beim zweiten Versuch dann bekommen. Komm hier, drei Herzen. Ach, noch nicht, aber jetzt. Wir haben ja hier massig Herzen rumliegen. So, wir haben unsere kleine Fliegenarmee hier. Health down, danke. Habe ich auch sehr gerne. Komm, irgendwas Gutes. Ja. Irgendwas? Nö. Schüssel brauche ich nicht. Ich glaube, es gibt gar keine Möglichkeit, wie man alle Schüssel, wie man so viele Schüssel verlieren kann. Selbst wenn man am Anfang an das Item bekommt, ganz am Anfang. Unmöglich. Ach komm, irgendwas Gutes, ja. Einmal. Ja, ich nehme voll. Noch einmal. Ach ja, stimmt. Ich wollte eh schon aufhören. Egal. Bombe. Guck ich jetzt mal. Wie viele Herzen haben wir denn hier noch liegen? Ein halbes. Was? Wieso gehen die alle daran kaputt? Ein ganzes, das heißt schon anderthalb. Dreimal dagegen laufen, viermal dagegen laufen. Also jetzt natürlich nicht hintereinander, aber glaube ich insgesamt. Fünfmal. Heißt erst dreimal und dann nochmal zweimal. Aber jetzt mache ich zuerst den Weg bis zum Boss frei. So. Dann ist es doch normaler. Ist mir egal. Sagen wir mal, das sind nochmal zwei, das heißt vier, neunmal. Öfter. Och, ach, wie nett klappte nie hier. Gut, jetzt renne ich erstmal dreimal dagegen. Ich will diese dumme Pille nicht. Dann nehme ich lieber die Tearstone-Pille mit. Eins. Danke. Bloodbag. Yes. Wie komisch das jetzt aussieht. Ein Laser-Zyklop. Das weiße Herz nehme ich erst mit, wenn ich... Obwohl, nee, das ist gegen Mami. Jetzt auf dieser Ebene. Das heißt, ich komme nicht mehr raus. Das heißt, ich nehme das weiße Herz jetzt mit. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich es. Ja, genau so. Bestimmt. Hey! Hä? Wie hat die mich da noch getroffen?
Da war nichts mehr, was mir schaden konnte. Und jetzt ist mein scheiß weißes Herz weg. Dadurch, wie blöd. Da ist Creed. Da will ich gar nicht hin. So. Krieg mich auf, Drecksviecher. Technology ist ein wunderbares Item. Also ich liebe es. Oh. Ich bin dumm. Echt. Aber. Hä? Ach, jetzt muss ich da so unten rum, ja. Ihr seid doch auch alle bescheuert, ne? Ja komm, hoffentlich schaffe ich das jetzt. Ich habe noch 9 Leben. Ich weiß das. Aber ich habe auch immer nur ein Herz. Boah. Das ist blöde dabei. Ist ja kein Problem, Larry. Komm jetzt. Du musst auch auftauchen, danke. Mach ich dich tot? Ja, danke. Für diese wunderbare Bombe. Ach! Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich zu spät bemerkt. Gib mir aber noch ein Herz. Gegen Tod. Komm, dich schaffe ich, dich schaffe ich, dich schaffe ich. Ja. Oh, und ein weißes Herz. Danke. Danke, Tod. Was ich brauche, auf jeden Fall. Stirbst du mal? Vielen Dank. Noch ein Meat Cube als passives Item. Da haben wir es echt noch geschafft, uns auf 4 Herzen zu geben. Boah, krass. Hätte ich nicht erwartet. Dass wir das noch schaffen. Ich könnte auch mal wieder einfach mein Item benutzen, das ich habe. Deswegen habe ich es ja. Weil es meinen Schaden gut erhöht. Aber vielleicht schaffe ich ja jetzt auch Mami zu besiegen. Boah, das wäre geil. Nein! Nein! Nicht Gertie Junior! Gegen den nicht. Oh! Scheiße! Ach, gut. Nein! Na komm. Ach, ich bin zu lahm für die. Komm hier. Boah, macht das viel Schaden. Wie viel Schaden ich der einfach mache. Aber. Aber echt. Scheiße. Da hat mich noch die. Am Anfang der dumme Laser getroffen. Das hätte ich jetzt noch gegen Satan probieren können. Egal. Ein sehr, sehr schöner One. Obwohl ich es nicht erwartet habe. Haben wir es doch geschafft, Moms Heart zu besiegen mit Maggie, wodurch wir das Kreuz freigeschaltet haben. Und jetzt schauen wir uns mal das Ending an. Was haben wir freigeschaltet? The Nail, den Nagel. Auch ein sehr gutes Item. Ja, haben wir es doch noch geschafft. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei The Binding of Isaac mit Isaac. Dann versuchen wir es mal mit dem zu schaffen. Vielleicht sogar versuche ich es dann noch mit Eve. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Der war sogar relativ schnell. Die letzten Parts, mit denen wir es geschafft haben, haben so 50 Minuten gedauert. Der hier ist nur 34 Minuten lang. Bis zum nächsten Mal. Ciao.